Larven. Er nimmt einfach erstmal den Ton und den Stuhl und die Fenster und die Tür habe ich vergessen. So. Machen wir einfach die Tür so. Machen wir die Innenausstattung mit dem Eichenholz. So, setzen wir die Tür jetzt. Macht ihr mit den Dunkelton 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. War es ein Backfree, okay. Aber egal. Oder wir machen ein wenig. Dann macht ihr von hier 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt sehen wir das wieder so rüber. Ziehen wir erstmal alles hoch. Danach um die Fenster danach ein. Und danach geht es weiter. So. Was gemacht ihr erstmal den Boden wegschlagen von dem Hexenhaus. Danach ziehe ich danach weiter. Einfach nur mal Holz nehmen oder so, wenn ihr Bock habt. Egal welches Holz ihr benutzt. Und danach machen wir das einfach hier. Loch zu. Das läuft, ist aber egal. Das ist außen nicht, weil das noch eine Mauer ist. So, weil ich die Welt so freigelassen habe, weil ich habe was eigentlich auf der Welt anderes geplant, aber ist das hier geworden, Adventskalender 2016, ist auch morgen das letzte Video. So. Und noch mal weg. Nehmen wir immer Fenster. Haben wir hier. Hier hin. Und hier vier hin. Und an der Seite, dass hier drei sind. Und an der anderen Seite auch da drei sind. Guck, eins, zwei. Das ist wenn ihr die Musik hört, die Xbox-Musik, das habe ich extra noch angemacht. Und hier noch ein Fenster, einfach so ein großes Fenster. So, macht hier nochmal Ton rum. Ist nicht so ein gutes Hexenhäuschen. Und jetzt macht ihr einfach hier, hier und diese Sachen. Das brauche ich nicht mehr. Nimm die dicke Dunkeleiche. Setze ich einfach überall hin. Den Ton brauchen wir noch. Den braucht ihr noch. Die Seiten hochzubauen. So, so. Dann mache ich das
Also zack, 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 ey. Dann zack. Und zack. Genau hier, zack. 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 Und zack. Öffnet das dunkle Eichenholz wieder nicht die Tür. Und macht sie einfach hier. Hier umziehen. Nochmal hier umziehen. Und hier an der Seite noch. Jetzt. Warte. Danach macht ihr einfach hier, hier und dann dürft ihr, machen wir einfach am Quarz einfach das aussieht wie Zuckerguss ist. Machen wir einfach hier so einfach das. Zuckerguss sein soll. Man muss auch Zuckerguss ein bisschen ankleben. So, die andere Seite machen wir. Das aussieht, das hat an der Rand Zuckerguss. Machen wir die andere Seite genauso. Weglassen. So, Seite Zuckerguss. Ich habe als kleines Kind Zuckerguss so gegessen immer. Habe irgendwo abgepult irgendwo und gegessen. Ganz ehrlich, ich mache es immer noch. So. Und da ihr Zuckerguss gemacht hat drauf, dann macht ihr einfach. Hier einfach ein paar Blöcke nehmen, einfach hier hinsetzen, hier und das so Süßigkeiten sein sollen, auch aussehen sollen, so einfach Feldbeet dürft ihr das aussuchen. Das so denkt man überall ist Zuckerguss. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Zuckerguss. Hier dürft ihr ausruhen. Hier hinsetzen wollt. Hier ist nochmal ein bisschen grün Zucker. Ein bisschen Zucker, das reicht. Und die Seite. Diese Seite noch. Noch davon. Hier noch ein bisschen hier. Das reicht für die Seite. Hier, 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 hier. Hier Zucker, ein bisschen Zuckerguss, hier Zucker, ein bisschen hier. Hier. Ein bisschen grün noch, ein bisschen Zuckerguss. Jetzt noch ein bisschen an der anderen Seite noch. Und danach. Ja, das Zuckerguss am Fenster, ein bisschen Zucker macht aber egal. Hier ist Zuckerguss. Hier nochmal ein bisschen Zuckerguss und andere Farben. So, das brauche ich nicht mehr in dem Teil. Jetzt nehmt ihr einfach die Pflanzen. So, einfach vorne platzieren, bis das aussieht. Bisschen weihnachtlich. Jetzt macht. Wenn ihr das Tetrabrik hat, einfach Bild.
platzieren. Dürft ihr aussuchen, wo ihr das haben wollt. Ich platziere das einfach wild. Egal, wo ihr das sitzen wollt. Das kann auch schon weg. Jetzt noch mal zwei Sorten. Die können wir auch noch mal hinsetzen. So, bisschen so ein Schnee. Und jetzt kommt. Das kann hier. Da, so Sand müssen wir jetzt unten noch mal eine Stütze machen. Müssen wir, dann fliegen wir hier wieder raus. Weil Sand hält, fliegt einfach runter. Machen wir einfach hier, einfach hier und Süßigkeiten hin, dass die Süßigkeiten hier aussehen. Okay. Hier geht's zum Eingang. Das geht alles auch weg. Dieser geht auch weg. Und das, jetzt kommt das andere. Mit das hier brauche ich noch. Und danach. Das hier und danach sind wir fertig. Einfach den Ding machen. Dann können wir einfach hier machen, dürft ihr aussuchen, was ihr macht. Aber ich lasse das lieber. Warte, ich suche den nochmal raus. Machen wir hier. Wo sind die jetzt hin? Warte, ich kann, weil das Minecraft Update hat Sachen alles durcheinander gebracht, muss ich alles nochmal gucken. Machen wir einfach so. Hier da über so ein bisschen Schnee, ein Zuckerguss ist. Machen wir das einfach mit Slabs. So. Jetzt mache ich einmal Friedle leicht. Weil, ihr wisst glaube ich schon. Gehen wir hier rein. So, nehmt ihr einfach ein Zaunart, ich nehme hier im Dunkeln und da könnt ihr einfach hier eins, genau hier, so ein Haus, hier eine Hexe, so eine Hexe, die ihren Hexenhaus guckt, Knusper, Knusper, Häuschen, wer knuspert denn mein Häuschen? Also, die Innenausstattung ist nicht so wichtig, ich habe nur das Hexenhaus geschrieben. Wenn nächstes Jahr kommt noch ein besseres Hexenhäuschen, aber das reicht erstmal für dieses Jahr. Ciao Leute, euer Spockinator, noch einen schönen 23. Ciao, ciao.